Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute darf ich im Rahmen des größten Haushaltes in der Geschichte des Saarlandes über den Einzelplan 10 für das Ministerium der Justiz sprechen. In diesem Plan haben wir zusammen mit unserem Koalitionspartner es geschafft, passgenaue Lösungen zur Finanzierung der Justiz im Saarland zu finden. Ziel war es, die Finanzierung einer zukunftssicheren Justiz für die nächsten Jahre sicherzustellen. Das haben wir mit diesem Plan erreicht. Die Justiz konnte während der Corona-Pandemie in allen Bereichen durchgehend aufrechterhalten werden. Die Bediensteten der Justiz haben während der Corona-Pandemie in allen Bereichen durchgehend tolle Arbeit geleistet. Dafür recht herzlichen Dank an die Justiz. Aufgrund der Pandemie wurden und werden für die Justiz neue Wege beschritten. Beispielsweise konnten bereits viele Richter und Staatsanwälte, Rechtspfleger und Servicekräfte in Telearbeit gehen, um sich und ihre Kollegen vor dem Virus zu schützen. Wie lange dieser Zustand noch anhält, kann ich nicht sagen. Was ich aber weiß, ist, dass wir gute Lösungen gefunden haben, deren Finanzierung durch diesen Haushaltsplan gesichert ist. Die letzten Monate waren für uns alle schwer. Es galt, unzählige zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen. Als Mitglied nicht bloß des Justizausschusses, sondern auch des Eingabenausschusses bekam ich einen besonderen Einblick, was die Menschen in unserem Land bewegt. Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben normalerweise nicht viel mit unserer Justiz zu tun. Sollte es aber doch einmal vorkommen, hoffen sie auf eine gerechte und schnelle Klärung ihrer Anliegen. Regelmäßig monierten Bürgerinnen und Bürger, dass Verfahren an den Gerichten zu lange dauern würden. Das gilt bei klassischen Rechtsstreitigkeiten, die durch einen oder mehreren Richter zu entscheiden sind, aber auch bei Registereintragungen, beispielsweise zum Kauf oder Verkauf einer Wohnung. Viele der Betroffenen mussten hierdurch teils länger als erhofft auf rechtssichere Entscheidungen warten. Damit einher ging teilweise auch, dass sie auf Geld warten mussten, das ihnen die Gegenseite schuldete und auf das sie dringend angewiesen waren. Wiederholt haben sich Gefangene aus den Justizvollzugsanstalten über den Ausschuss für Eingaben bei uns gemeldet und darauf hingewiesen, dass ihnen durch die derzeitige Situation Tagesbeschäftigungen wegfallen. Davon betroffen waren Freizeitbeschäftigungen wie der gemeinsame Sport, aber teilweise auch ihre Arbeit. Hinzu kam aber auch, dass Besuche durch Familien und Freunde, vor allem Familien, nicht wie gewohnt stattfinden konnten. All das ist für die Gefangenen ein großer und wichtiger Teil des Tages und trägt massiv zu ihrer Wiedereingliederung in der Gesellschaft bei. In letzter Zeit haben wir daher die Ausbildung zum Justizwachtmeister verstärkt. Durch die von uns erreichte Erhöhung des Beförderungsbudgets konnten wir Anreize schaffen, mehr Menschen für die teils schwierige Arbeit mit Gefangenen im Vollzug zu gewinnen. Denn neben der interessanten und abwechslungsreichen Arbeit bieten diese Stellen hierdurch auch mehr Aufstiegschancen. Mein Kollege Alwin Theobald hat hier die Zahlen und Hintergründe genannt. Vielen Dank an Alwin. Lieber Herr Kollege Schnur, die Redezeit ist abgelaufen. Ich darf Sie bitten, zum Ende zu kommen. Ja. Die Pandemie hat uns verdeutlicht, wie wir noch effektivere Lösungen als zuvor schon finden können. Das Land wurde gemeinsam mit dem Bund im Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat in die Lage versetzt, diese Probleme pragmatisch anzugehen. Die Arbeitnehmer lagen mir mit meinem Eintritt in den Landtag im letzten Jahr besonders am Herzen und ich freue mich, Ihnen hier und heute mitteilen zu dürfen, dass es uns gelungen ist, neue Stellen in der Justiz zu schaffen und zudem noch das Beförderungsbudget zu erhöhen. Ich könnte Ihnen auch in den Ausführungen noch mehr bringen, aber angesichts der Zeit möchte ich dann nur noch sagen, also ich glaube, wir haben den Plan übertragen. So weit, dass wir eine gute Finanzierung für den Stellenplan
Kapitel 10 haben. Und ich bitte ihn, Herr Kollege Schnur, ich habe eine, vielen Dank. Herr Kollege Schnur, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die SPD hat eben signalisiert, dass sie ihre Restredezeit von 3 Minuten auf die CDU und damit auf Sie überträgt. Sie können also noch 3,5 Minuten sprechen. Okay. Also, wo ich vorhin stehen geblieben bin, die Pandemie hat uns verdeutlicht, wie wir noch effektivere Lösungen als zuvor schon finden können. Das Land wurde gemeinsam mit dem Bund im Rahmen des Paktes für den Rechtsstaat in die Lage versetzt, diese Probleme pragmatisch anzugehen. Die Arbeitnehmer lagen mir, also da waren wir ja schon. Okay. Im Doppelhaushalt 21/22 werden wir 69 neue Beamtenstellen schaffen. Geplant sind hier 14 Stellen im höheren Dienst, 11 Stellen im gehobenen Dienst und 17 Stellen im mittleren Dienst, sowie die zusätzliche Überführung von 27 Angestellten in ein Beamtenverhältnis. 69 neue Beamtenstellen also. Und vor allem sind das auch 42 Leute mehr, die uns helfen, unsere Justiz im Saarland zu entlasten und zu verbessern. Durch die neuen Stellen erreichen wir kürzere Bearbeitungszeiten an unseren Gerichten und eine Verringerung der Arbeitsbelastung der Beschäftigten. Das gilt auch im Bereich des Strafvollzugs, um auch unsere Gefangenen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Zudem sei hier noch angemerkt, dass wir das alles erreichen konnten, ohne, wie von Teilen der Opposition gefordert, Mittel der Referendarsausbildung zu kürzen und damit die Zukunft der Justiz im Saarland aufs Spiel zu setzen. Neben mehr Beschäftigungen liegt die zweite große Möglichkeit, Prozesse zu beschleunigen und Arbeitsbelastung zu reduzieren in der Digitalisierung. Nach der bereits erfolgten Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs steht uns nun im Saarland die Einführung der elektronischen Aktenführung in allen Geschäftsbereichen der Justiz bevor. Hiermit wurden bereits am Verwaltungsgericht in Saarlouis und im Modellprojekt Amtsgericht 4.0 am Amtsgericht Ottweiler gute Erfahrungen gemacht. Die Bediensteten werden sowohl bei ihrer Arbeit im Homeoffice als auch im Büro weiter entlastet. Der Bearbeiter einer Akte braucht diese dann nicht mehr physisch auf dem Schreibtisch liegen zu haben, sondern wird stattdessen in einer digitalen Akte arbeiten. Der Zugriff auf die nötigen Daten wird dadurch erheblich erleichtert. Niemand braucht mehr Akten zusammenzusuchen, da der Zugriff einfach und schnell am Computer erfolgt. Die Organisation der Gerichte wird so vereinfacht, zusätzliche Arbeitsschritte, beispielsweise durch das Abheften oder Anfertigen von Kopien, eingespart. Ein toller Nebeneffekt davon ist, dass dadurch auch Ressourcen geschont werden. Und damit meine ich nicht nur Papier. Durch die vereinfachten und beschleunigten Vorgänge wird die Arbeitsbelastung vor allem der Rechtspfleger und Wachtmeister reduziert. Gleichzeitig führt es aber auch zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit und somit zu einer Verringerung der Verfahrensdauer. Hiermit einher gehen aber auch Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten. Die zur Erleichterung der Arbeitsweise erwünschten Möglichkeiten steigern nämlich auch das technische Potenzial für unzulässige Einsichtmaßnahmen, Beeinflussungen und Kontrollen der Arbeit, der Arbeitsweise und der Arbeitsleistung. Die hohen Standards des Datenschutzes werden aber auch bei der Verarbeitung gerichtlicher und staatsanwaltschaftlicher Fallakten sichergestellt. Hierfür sorgen wir durch das IT-Dienstleistungszentrum. Auch die hierdurch entstehenden Kosten wird der Haushalt 21/22 abdecken. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einmal einige Punkte auflisten, die wir mit dem Haushalt 21/22 erreichen konnten. Lieber Herr Kollege Schnur, die Redezeit ist wieder abgelaufen, von daher verzichten Sie vielleicht auf ein Gesamtfazit und würde Sie bitten, zum Ende zu kommen. Ja, ich habe okay, es gibt noch mal eine Redezeitspende, ernsthaft, von der Fraktion Die Linke. Mal gucken, was noch da ist. Es ist ein... Oh, ernsthaft? Also sind noch 23 Minuten. Das müsste, okay, glaube ich, reichen. Okay, ich komme sowieso gleich zum Schluss. Also zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einmal einige Punkte auflisten, die wir vor dem Haushalt 21/22 erreichen konnten.
Schaffung von 29 Beamtenstellen, Erhöhung 69 neuen Beamtenstellen, Erhöhung des Beförderungsbudgets, Ausbildungsoffensive im Justizvollzug, Angleichung der Gitterzulage, Erhöhung des Kinderschutzes und Schaffung einer kindgerechten Justiz, Umbau und Sanierung der Justizvollzugsanstalten, Steigerung ambulanter Sanktionsalternativen und Vorantreiben der digitalen Justiz. Ich glaube, wir haben hier einen guten Plan und ich bitte Sie, diesem zuzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf!